Liebe Pressevertreter, liebe Zuschauer im VIP-Raum, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem DRB-Pokal-Viertelfinale Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die Füchse gewinnen nach Verlängerung mit 37:35. Zu meiner Rechten darf ich die Vertreter von den Rhein-Neckar-Löwen begrüßen. Einmal Trainer Nikolai Jakobsen und Oliver Rogisch. Herr Jakobsen, ich würde Sie bitten, das erste Statement zu diesem emotionalen Spiel abzugeben. Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch zu Bob und Pepco in Berlin für Weiterkommen. Ich werde anfangen, beide Mannschaften zu loben. Ich glaube, es war ein sehr hochkarätiges Spiel. Beide Mannschaften haben sehr guten Handball gespielt heute. Ich fand, dass wir eigentlich einen kleinen Tick besser waren. Die erste 57 Minuten und haben uns da leider nicht belohnt. Ich glaube, Heine Vetter ist leider reingekommen zum Schluss, hat ein paar wichtige Bälle gehalten und dann kriegen wir eine 2-Minuten-Strafe, wo wir mit 4 Tore führt, der uns sehr weh tut, wo Berlin uns zu schnell einholen kann und das war, glaube ich, die Entscheidung, dass Berlin dann wieder im Spiel reingekommen ist. Aber wie gesagt haben, es war ein hochkarätiges Spiel. Ich fand, meine Jungs haben toll gekämpft. Super gespielt auch, sehr lange. Leider hat Berlin das auch gemacht. Sonst, glaube ich, hätten wir eine frühe Entscheidung kriegen können. So, das war sehr ärgerlich für uns, dass Berlin auch heute einen sehr guten Tag hatte, weil meine Jungs hatten fast alles richtig gemacht über die ersten 60 Minuten. Dann muss ich ein Ding sagen, ich finde das ärgerlich, dass zum Schluss, wenn man kämpft, um nach Hamburg zu kommen, und ein Stürmerfoul vielleicht kriegt oder nicht. Und wenn man sich da sich nicht ärgern mit einem Handschlag in den Boden, dann glaube ich, dann geht unser lieben Sport kaputt, wenn man Emotionen nicht zeigen muss, ohne Krötzki hat sich gemeckert oder so. Und da muss ich ehrlich sagen, diese Verständnisse verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass wir da nicht mehr Spitzgefühl haben in solchen Situationen. Das ist nicht spielentscheidend oder so, aber das liegt mir nur am Herzen, dass ich finde, wir müssten uns mehr Emotionen zulassen. Es wird, sonst wird das zu langweilig. Handball ist ein genialer Sport, ist so schnell, so viel Zweikämpfe und so weiter. Lass die Jungs auch mal Emotionen zeigen, ohne die so schnell zu bestrafen. Das finde ich sehr ärgerlich. Da könnte man gerne nachdenken. Aber wie ich angefangen habe, Petko, Bob, herzlichen Glückwunsch und viel Glück in Hamburg. Wir ärgern uns riesig, dass wir nicht dabei sind. Und ich wünsche alle eine frohe Weihnachten. Danke. Vielen Dank. Petko, das Team grundsätzlich lange zurückgelegen. Erst in der Verlängerung kam die Wende. Was sagst du zu der Leistung? Ja, ist schwierig, was zu sagen jetzt. Erstes Dankeschön, Nikolai, dass eine Mannschaft gewinnt und nach Hamburg fährt in so ein Spiel, brauchst du auch Glück zum Schluss. Und was ich habe immer gesagt, letzte 10 Minuten entscheidendes Spiel, besonders im Handball bei uns. 45 Minuten oder 50 Minuten, ich kann sagen, dass Rhein-Neckar-Löwen hat so gut gespielt, dass wir wussten nicht einfach, wir haben keine Lösung gefunden. In Angriff. Wir haben Bälle rausgeschmissen, wir haben Bälle verloren, die sind in Gegenstoß gelaufen, die haben so sicher gestanden in Deckung, die haben einfach in Angriff so sicher gespielt. Diese Achse, Andi und Kolbacher, hat so funktioniert und letzte 2 Spiele, wir haben so gut gedeckt gegen diese Achse. Und heute, wir haben 55 Minuten keine Einstellung gefunden. Wir haben ein bisschen gespielt, erste Halbzeit oder 40 Minuten ohne Emotionen. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was ist los mit meinen Jungs, das ist nicht meine Mannschaft. Dann habe ich gedacht, die sind leer, die sind jetzt kaputt nach diesem schweren Spiel gegen Leipzig. Aber ich wollte nicht glauben. Ich habe die ganze Zeit versucht, Mannschaft zu wecken mit 5-1, mit 5-1, mit 6-0. Und ich glaube auch, dass
Wenn ich Erik ins Spiel gekommen, das hat besser funktioniert, unser Mittelblock. Wir haben ein bisschen in den Griff gekriegt, Kolbacher und Andi. Dann ist junge Team ein bisschen richtige Manndeckung, was Leute haben vor 10 Jahren gespielt, gegen ihn bis Mitte gelaufen. Und dann beide haben zu mir geguckt, die haben gesagt, läufst du mit ihm, wenn er auf die Tribüne geht. Und dann nachher, 2-3 Minuten später, wir sind zurückgekommen, unser 6-0. Und dann, ich war auch nicht zufrieden mit Heine. Aber ich habe eine ganze Zeit Kontakt gemacht auf dem Bank. Ich habe gesagt, jetzt kommst du rein und du bringst uns weiter jetzt nach Hamburg. Du drehst dieses Spiel und das muss dein Spiel sein. Und ich glaube, dass niemand hat geglaubt in diesem Moment. Wir waren, ich glaube, 29, 25 zurück, kurz vor Schluss. Aber wir sind zu -2 gekommen, da war schon Publikum da, war ganze Halle da. Emotionen sind zurück bei meinen Jungs gekommen. Und dann, Andi verworfen diese 7 Meter, Heine hat gehalten, dann war schon ein Signal für mich, dass wir können das schaffen und umdrehen. Und letzter Angriff, reguläre Zeit, ich war nur böse und ich habe geschimpft gegen Koch, warum er hat nicht diesen Ball reingebracht, weil 7 Meter ist immer eine Frage. Und wir wissen, dass Hans hat gegen Leipzig 2 7 Meter verworfen, heute verwirft auch eine, aber so eine Qualität, so eine Erfahrung. Ich habe nie große Gedanken gemacht, wenn er ins Ball gekommen und reingebracht. In Verlängerung, wir waren schon richtig hochmotiviert, Emotionen da, alles da. Und dann war nur Frage, wie viel geht aus? Dankeschön. Vielen Dank, Petko. Rogisch, würde ich Sie bitten, noch ein paar Worte zu diesem hochklassigen Handballspiel zu verlieren. Ja, guten Abend auch von meiner Seite, Petko Bob, Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, schon alles gesagt, was das Spiel betrifft. Das war ein hochklassiges Spiel über die komplette Spielzeit, Verlängerung, alles drin, was dazugehört, eine super Stimmung. Unsere Mannschaft ist gut reingekommen, wir haben sehr lange Zeit, glaube ich, auch besser gespielt als Berlin. Und dann ist es normal im Pokalspiel so, dass es am Schluss nochmal eng wird. Was ich ein bisschen schade finde, sind 12 Zeitstrafen für so ein Spiel. Ich finde nicht, dass es ein überhartes Handballspiel war. 8 Zeitstrafen auf unserer Seite, 4 für Berlin. Und das ist so eine Geschichte. Du willst nach Hamburg, du stellst nicht Abwehr ein, du willst kämpfen, du gibst alles und wirst dann meiner Meinung nach in der einen oder anderen Situation bestraft für eine Situation, die man in der Liga vielleicht laufen lässt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten wünsche ich Bob und Petko alles Gute jetzt in Hamburg. Wir wären auch gerne da gewesen, werden die Mannschaft jetzt wieder aufrichten, spielen in 49, 48 Stunden wieder gegen gegen Stuttgart zu Hause. Und da müssen wir die Mannschaft wieder hinkriegen, dass er an sich glaubt. Und wie gesagt, heute das Spiel war sehr, sehr positiv über lange Zeit und es ist einfach schade am Schluss, aber so ist der Sport nun mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Bob, 6.405 Zuschauer haben das Team nach vorne gepeitscht in dem brisanten Spiel, in diesem engen Spiel. Wie war es für dich, hinter der Bank zu sehen? Ja, ich würde erstmal sagen, 2600 zu wenig. Entschuldigung. Die sich heute wahrscheinlich 6405. 2600 zu wenig, die sich alle ärgern werden, dass sie die freien Plätze nicht genommen haben. Ansonsten war das für mich eine extrem schöne Woche mit dem Sieg unserer Jugend und den nachfolgenden Talenten, mit dem Spiel gegen Leipzig und dem heute unfassbar guten Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und Nikola hat es gesagt, das war wirklich Handball auf allerhöchstem Niveau. Und was spielt erste Halbzeit gespielt hat, ist unmenschlich. Da kannst du auch spielen, was du willst. Das kannst du dann auch nicht verteidigen. Und selbst wenn du auf der anderen Seite sitzt, musst du immer wieder sagen, ist das geil gespielt? Ist das wieder eine Entscheidung? So, und wir sind dann, Petko hat es angesprochen, über einen Kampf ins Spiel gekommen. Hört sich blöd an, kostet mal 3 Euro, aber genau das war's. Wir waren einfach dann mal präsent und auch durch die Umstellung, auch mit Mattes vor in der Manndeckung, haben wir es nochmal geschafft. Wir hatten eine Situation, Bjarke hat ein überragendes Spiel gemacht für uns und als er den Gegenstoß, nicht den Gegenstoß, von außen verwirft, da droht es ein bisschen zu kippen. Bis dahin war der Weltklasse in seiner Leistung und dann ist Paul gekommen. Ich glaube, das war für ihn auch für die WM ein ganz, ganz wichtiges Spiel, zu sagen, hey, ich bin präsent, ich bin da. Nehmt mich mit, wobei seine Freundin das gerade für sich reklamierte, dass es an den guten Spaghettis am Mittag lag. Jetzt müssen wir das nachher ausdiskutieren, das ist jetzt keine Sache für die Pressekonferenz. Dann war der Wechsel auf Freddy Gent im Tor, der dann auch hält und dann der Rückwechsel. Es hat einfach heute alles gepasst und dann war das Momentum auf unserer Seite, das Publikum da und
dann gewinnst du von 10 Spielen, gewinnst du dann mal auch so eins und kommst 3 Minuten vor Schluss wieder so zurück. Also von daher Kompliment an beide Mannschaften und ich bin extrem froh, nach Hamburg zu dürfen. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Es wurde viel gesagt. Vielen Dank. Schönen Abend noch.